Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 2. Ich werde hier oben erstmal das Mottenviech wegschießen und dann mal eine Runde hier Richards Degen aufwerten. Der macht mir nämlich einen ganz guten Eindruck. Hier ein bisschen was von dem Giftmoos. Ich denke, dass da oben ist auch Giftmoos, aber ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwie irgendwelche Jump'n'Run-Einlagen. Nachricht lesen, bitte. Hier. Okay, was ist... Oh! Ich glaube, ich sollte öfter mal an irgendwelchen Wänden den Benutzen-Knopf drücken. Weitere Seele. Ach, wir können die Dinger auch rein. Okay. Auch nebendran ist es eins wieder runtergegangen. Okay. Und nu? Ach, jetzt sind wir hier in dem Haus wieder drin, oder? Genau, wo vorher die Dings war. Ah, nicht gut. Ich dachte, ich könnte backsteppen. Das war unnötig. Okay, dich zuerst. Genau, hau zu, dann bist du dran. So, die werden erledigt. Dann geht's jetzt mal auf die andere Seite. Ach nee, Moment, kann ich ja gar nicht von hier aus. Ah, da muss ich doch wieder oben rum. Na gut. Oh, ist der Kollege schon hochgekommen? Ah ja, ich glaube, ich bin einfach zu schnell auf den zugelaufen. Schaden nicht ganz gereicht. Das war knapp. Und dumm. Ach, rein theoretisch, wieso? Ich muss ja gar nicht mehr zurück. Ich kann auch einfach zu dem Leuchtfeuer hier gehen. So, von der Seite lasst ihr euch auch wesentlich einfacher angreifen. Hier ist ja auch noch ein Leuchtfeuer, das hätte ich schon fast wieder vergessen. Gut, dann geht's jetzt erstmal ab nach Majula und ich guck mal. Ja, wie hätte ich jetzt den Degen auf? Ich guck mir erstmal an. So. Ich könnte ihn sogar echt noch tragen, ohne dass ich zu schwer bin. Was hat denn der so für Angriffsmuster? Ah, okay. Der starke Angriff ist mal cool. Gefällt mir. Ich glaube, den nehme ich echt. Ansonsten... So, ah, das ist der Sprungangriff, okay. Ja gut, der das Wegschlagen ist wohl bei allen das gleiche, mehr oder weniger. Ich werde mit denen jetzt mal auf, so. So, wo ist denn hier? Yep.
Und haben wir jetzt ungefähr auf den Anfangswert vom vom Dings gebracht. Müsste ich jetzt noch eine Seele nehmen von dem Falchio? I'll be around if you make it back. Ich guck mal gerade, was wir da jetzt an Bonus haben. Moment. Da haben wir 68 und da haben wir 82. Ich glaube, auf Dauer ist der schon besser. Ja, wir werden mal nach und nach aufwerten. Wie gesagt, die A-Skalierung macht es ja wahrscheinlich doch schon bezahlt. Kann ja mal gerade gucken, wie er sich in der Praxis so macht. Ja, Erntetal. Hier ist halt mit dem Ding echt ätzend. Aber es sollte abgeklungen sein. Bevor ich dann wieder... Na? Klingst du wohl ab? Ja. So, dich wieder mit Pfeil und Bogen ausschalten. Das geht ja echt ganz gut. Und so teuer sind die Pfeile zum Glück ja auch nicht. Und tschüss. Schon haben wir wieder 800 Seelen. So, was fehlt uns denn noch? Ich glaube, wir haben hier jetzt ja alles aufgesammelt soweit. Da hinten waren wir noch nicht drin. Will ich aber auch gerade gar nicht. Ja, dann rennen wir mal hier hoch. Hopp, 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 hopp. Irgendwelche Skelette angelockt? Nö. Gut. Eine Fackel. Da ist noch einer von den Großen. Kann ich hier vielleicht auch wieder irgendwo eine Schützenposition einnehmen? Sogar zwei. Oh, war ja. Und Höhlen. Erstmal gucken, wo es da hingeht. Gibt was zu looten und wir können von hier oben bequem mit Pfeil und Bogen die Leute ausschalten. Erstmal die Hexereiurne. Ah, explodiert und richtet Finsternisschaden an. Wer würde es wagen, eine Urne mit solcher Kraft zu füllen, wo doch die finstere Kunst der Hexerei strengstens verboten ist? Die Ursprünge der Kunst sind unklar, ein weiterer Grund, warum Hexerei gefürchtet ist. Na dann, ihr zwei. Auf geht's. Hm.
Ich überlege, ob ich den zweiten vielleicht dann auch mal im Nahkampf mache, einfach mal um zu gucken, wie es läuft. Haben wir doch schon ordentlich was an Lebensenergie. Oh, das war knapp. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen vorgehen. So geht das doch wesentlich besser. Und weg. Genau, Schützenposition. Da auch. Kann ich gleich schon wieder neue Seelen kaufen. Nicht Seelen. Na, Dings. Ja, ist schon deutlich schwächer, aber cool. Ich muss sagen, ich finde diesen starken Angriff extrem cool. Gefällt mir sehr gut. So. Dann schauen wir mal, was du da drauf hast. So, fängst du an zu zaubern. Okay, zum Glück sehr langsam, der Typ. Und noch einen. Komm. Oh. Hallo da oben. Wie geht's denn so? Ich schätze nicht mehr so gut. Kommst du runter? Ja, dann komm runter. Ja, euch erledige ich nochmal schnell. Okay. Wieso macht er auf einmal so viel mehr Schaden, der Degen? Den hätte ich vielleicht anvisieren sollen. Ach ja, der entscheidende Ding hat wahrscheinlich das letzte Mal nicht getroffen. Der entscheidende Stoß. Okay, der hat aber eine wesentlich geringere Haltbarkeit. Das heißt wesentlich. Ich glaube, eine deutlich geringere Haltbarkeit. Okay, das müssen wir wahrscheinlich hochziehen. Oh, wo kommst du her? Und weg. Ja, wie gesagt, wenn der mehr aufgewehrt ist, macht er natürlich mehr Schaden. Mir macht halt die... Vielleicht soll ich beide mal nehmen. Degen und Falcher. Ach, hier können wir aufmachen. Gut. Das war dann das Falcher für Notfälle noch haben. Weil der Degen, der scheint echt relativ schnell kaputt zu gehen. Und ich glaube, das Verbessern... das Verbessern, das bringt ja auch nichts für die Haltbarkeit. Okay, wir haben zwei Wege. Einer geht dahin, einer geht dahin. Ich gehe erstmal dahin. Oh, Leuchtfeuer. Cool. Das ist gut, da können wir jetzt nämlich das andere Leuchtfeuer meiden. Rollen, Mann, Geldsack. Die Minen. So, so. Was? Gift voraus, deshalb Fackel?
Gebiet ist mir irgendwie ein wenig zu groß. Da geht's runter. Da geht's auch runter, nur ohne... ohne Leiter. Ich schaue erstmal hier weiter. Tod voraus. Ja, wahrscheinlich kommt da jetzt ein Brocken oder irgendwas runtergerollt. Die rennen schon. Okay, wahrscheinlich kommt da jetzt ein Felsbrocken gerollt. Na? Da kämpft jemand. Und ist an der Kiste. Hm. Vielleicht ist die Kiste auch einfach wieder mit einer Falle versehen. Nee, ist sie nicht. Giftstein und faules Harz hatten wir, glaube ich, beides noch nicht. Wo ist denn das? Okay. Ach, vielleicht hier bei diesen Aufwertdingern, oder? Ah, ja. Verleiht dem der Ausrüstung Gifteffekt. Das heißt, das könnte ich jetzt auf unser Dings drauf machen. Ich glaube, das weiß ich. Ist das permanent? Verändertes Titanit. Tränkt Waffen mit Gift oder bietet Giftabsorption für Schilde. Oh. Die Zauberer der Zauberakademie von Melfia versuchten einst, Titanit mit diversen Elementen zu verzaubern. Doch angeblich scheiterten sie. Irgendjemand muss es doch geschafft haben. Muss es jedoch geschafft haben. Wie sonst ließ sich dieser Stein erklären? Das mit dem faulen Harz. Keine Ahnung. Naja, wir müssen hier runter, oder? Ja, müssen wir. Das ist nicht so cool, aber was bleibt uns anderes übrig? Hm, sind wir gerade etwas zu viel Gift? Bitte wieder hochklettern. Na, scheiße, zu spät. Wir sind vergiftet. Jawohl. Ich probiere, ob das mit der Fackel was bringt. Wo ist denn die Fackel? Na, Fackel? Ich dachte, die könnten wir hier irgendwie ausrüsten oder so. Scheinbar ja nicht. Ich überlege, ob ich vielleicht auf Dauer mal auf das Strangle-like-Schild. Ich glaube, dann fehlen mir noch 2 oder 3 Stärke dafür. Aber dann hätte ich wenigstens mal 100% Verteidigung.
Nö, ich finde hier keine Fackel. Na, da muss ich nochmal gucken. Oder muss ich hier im primären Dings auswählen? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee. Naja, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich mache hier einen Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.